als musikalischen Gast begrüßen wir heute hier noch die Terrorgruppe. Ja? Modern Talking und die Terrorgruppe ist was Unterschiedliches. Er hat eine neue Platte auf den Markt gebracht. Und zwar die alte Modern Talking. Nein, da sind auch ein paar neue Titel drauf, die wohlgemerkt nicht schlecht sind. Ja? Nochmal für die Freunde hier, der lustige Wixi. Wixi wird modern. Und dann gibt es noch der kleine Hase Hopsi. Hopsi und Wixi. Euch war mir nichts teuer genug. Nicht zu spitz genug. Ja. Wow, da und muss er gerade mal Lied drauf spielen. Oder? Ja. Wo geht's als nächstes hin? Ja, wir machen erst unsere Deutschland-Tournee. Das ist hier richtig. Einen Monat durch Deutschland, dann geht's nach Russland, also GUS sozusagen. Und dann spielen wir hier im Kreml, da sind wir echt stolz drauf, am Roten Platz. Ja, da ist ja auch der Lenin einmumifiziert. Ja, genau. Und danach kriegen sie für euch da auch noch ein Plätzchen. Ich spiele auch für euch ein Lied. Oh, das ist toll. Warte mal. Ja, was war das für ein Lied? Brother Louis, würde ich sagen. Brother Louis, Bruder Ludwig. Ja? Gerade noch erklären. Die original englische Version von Frère Jacques, Bruder Jakob. Du bist ja schon sehr lange im Schuhgeschäft, ne? Richtig, ja, 10 Jahre. Also eigentlich schon länger, also 10 Jahre habe ich jetzt Erfolg. Da gibt es ja ganz wenige, die das schaffen. Also meine Fans sind die Besten, sehen super gut aus. Hübsche Mädels ohne Ende und auch gute Jungs. Ja, gute Jungs auch, sehen ja auch gut aus. Ist nicht mein Ding, gar nicht. Ja. Was Dieter Bohlens Ding ist, das erfahren wir gleich. Geil. Ja? You're my heart. You're my. Ja, du musst auch entdeckt werden. Sing mal. Habt ihr euch eigentlich damals bei mir in der Sendung kennengelernt? War das eigentlich richtig? Ja, so mehr oder weniger. Ja, ja, damals beim Mal gucken hat sich Dieter Bohlen und Verona Feldbusch kennengelernt. Ja, hatte ich nicht verkauft. Nee, aber ich sag mal, wenn ich die Leute in die Scheiße reite, dann hole ich sie aber auch wieder raus. Das ist gemacht? Eine mir eigene Art. Nee. Okay, dann machen wir auch wo spielt ihr denn hier in der Gegend? Ich muss unbedingt kommen. Wir sind in Köln. Nee, in Köln nicht. Oberhausen. Also Oberhausen. In Arenas. Hast du eigentlich mal an Wettbewerben teilgenommen, an musikalischen Wettbewerben? Mhm. Zum Beispiel? Ach, da war ich noch ganz klein, war ich glaube ich 15 oder 16. Da habe ich halt eben Talent. Das heißt, steh mal auf. Das heißt, hier da war ich ganz klein. Ich weiß noch, war auch eine Grand Prix-Nummer, ist mir eingefallen. Dieses Kisses for Me. Ach ja, Kisses for Me. Genau. Save all your kisses for me. Brotherhood of Man. Bye bye, baby, bye bye. Kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ja. Oh, ich sehe, wir haben noch eine Matz. Das war, glaube ich, die Sensation im deutschen Fernsehen überhaupt. Denn das erste Mal, ich glaube, das erste und einzige Mal hatte Dieter Bohlen live gespielt und gleichzeitig dazu gesungen. Stimmt doch, oder? Das ist wohl wahr. Ja, ja? Und hast es auch nie mehr woanders gemacht. Ja? Nee, man fragt mich ja sonst nicht. Und die Leute wissen warum. 1, 2, 3. Was ist denn? You can win if you want. Wie heißt das? Sah euer erstes Cover nicht auch so aus? Nee, auf dem ersten Cover war ein Turnschuh und ein Lackschuh. Ja, wie? Da waren wir nicht drauf. Also das war auch also die. Ach, da haben Sie beim ersten Mal nicht den Fehler gemacht. Nee, wir haben einfach gedacht, also wir wollen das erstmal so starten. Und viele haben dann eben auch wirklich gedacht in Deutschland, wir sind irgendwie eine englische Gruppe am Anfang. War das auch dein erster großer Erfolg? You're my heart, you're my soul. Mit Modern Talking? Nee. Ich hatte also vorher schon ein paar goldene Schallplatten für andere jetzt im komponiert. Ach, tatsächlich. Modern Talking, Dieter Bohlen und Thomas Anders, das ist die aktuelle CD. Weiterhin viel Erfolg. Und tschüss. Dieter. Tschüss, bis zum nächsten Mal.